Weiter geht es mit einer neuen Folge Mafia 3. Oma Schläger, Lincoln Clay blockiert den Verkehr. Kann das sein? Lincoln, kann das sein? Es kann sein. Denn wenn wir sagen, es geht nicht weiter, dann geht es auch nicht weiter. In der letzten Folge, da haben wir gemordet für Vito, sehr erfolgreich, denn wenn wir eine Sache richtig gut können, dann töten. Und jetzt fahren wir rüber zu Donovan. Mal sehen, was Donovan für mich zu tun hat. Und natürlich immer gute Musik. Wie sollte es auch anders sein? Hey, wir spielen hier Mafia 3. Das ist immer gute Musik. Da will man richtig mitgrooven. Ich fühle mich verdammt gut. Ja, das stimmt. Ist genau mein Lied. Bam, aus dem Weg. Lincoln Clay. Verkehr? Auf den Verkehr scheiße ich. Tja, gestern leider keine Doppelfolge. Ich weiß nicht, die Leute verlieren vielleicht so ein bisschen das Interesse an Mafia 3. Was ich sehr, sehr schade finden würde. In dieser Gegend hier hat ein gewisser Tony D'Orazio das Sagen. Nach allem, was ich gehört habe, ist der Typ völlig durchgeknallt. Aber ein echter Crack im Umgang mit Zahlen. Dann kümmert er sich wahrscheinlich um Lou Marcanos Bücher. Er führt seine Bücher, betreibt Geldwäsche und er managt sogar Louis' Beziehungen zu Lokalpolitikern. Tony schmiert sie kräftig und hält sie so bei Laune. Wie komme ich an ihn ran? Tja, genau da wird's interessant. Tony hat eine Penthouse-Wohnung im obersten Stock des Royal Hotel. Der Aufzug ist codegesichert und Tonys Leute sind überall im Hotel. Er wird ja auch irgendwann mal das Haus verlassen. Ich muss wissen, wann er kommt und wann er geht. Ich beobachte den Schwanzlutscher seit einem Monat und bis jetzt ist er erst einmal rausgekommen. Und nur, weil einer seiner Jungs Mist gebaut hat. Er hat ihm dafür mit einem Rohr den linken Arm gebrochen. Er hat offenbar eine Tarnfirma, über die er Schmiergelder und Geldwäsche abwickelt. Und eine andere, die Gelder von der Stadt kassiert. Da greife ich an. Und wenn er dann nervös wird, kriege ich meine Chance. Und ruinierst gleichzeitig sein Verhältnis zu Lou. Aber pass auf, ja? Obwohl Tony ein dämlicher Spinner ist, schneidet er dir die Eier ab, wenn du ihm die Möglichkeit dazu gibst. Echt jetzt? Ich hab sogar ein Abo. Was gibt's da zu glotzen? Donovan, ein schmieriger Hund, aber irgendwie auch cool. Wo ist meine Kutsche hier drüben? Also, das Ding da oben scheint eine Festung zu sein. Tony. Warte mal einen Moment. Können wir dich hier mitnehmen? Hm. Jesus! Jesus-Heftchen. Das sind meine neuen Playboys. Die Playboys des YouTubes. Keine Brüste. Nur Jesus-Nippel am Kreuz. Männernippel sind cool. Frauennippel nein. Dieser verdammte Sexismus. Freiheit für die Nippel. Also, wir sollen hier hin. Schauen wir mal, was ansteht. Okay, hier drüben, oder? Vorsicht, Platz da. Dürfen wir vorne rein? Oh, wie nett. Sind Sie der Mann, den ich treffen soll? Hab gehört, Sie haben Informationen für mich. Lenny Davis, ich arbeite im Bauamt und Ihr Freund sagte, Sie könnten mir mit meinem Erpresser helfen. Was genau macht Sie denn erpressbar? Mein Büro prüft neue Projekte. Ich habe Mist gebaut, meine Frau betrogen. Und dieser Jimmy Cavar hat es gefilmt.
stellte sich raus, dass das Mädel auch für Kavar arbeitet. Und jetzt hat er sie an den Eiern. Er zwingt mich, fiktive Bauprojekte durchzuwinken und die Schecks für seine Firma einzulösen. Kavar Construction. Sie kennen den Namen sicher von Schildern an der Rathausbaustelle. Die Sache ist, er kommt eigentlich nur bei Problemen her. Keine Sorge, ich bin ganz gut darin, Probleme zu verursachen. Einige seiner Leute hängen in der Innenstadt rum. Ich bin kein schlechter Kerl. Hab bloß einen Fehler gemacht. Halten Sie erstmal den Ball flach, Lenny. Ich statte Kavars Leuten einen Besuch ab. Mal sehen, was da kommt. Es Leute wissen mehr, was er tut, als ich. Was habe ich mir da eingebrockt? Wohl eine ganze Menge. Und wir machen wieder Probleme, um Probleme zu lösen. Ach, Mr. Clay. Sie wissen eben, wie der Laden läuft. Und wo ist schon wieder mein Auto? Das hier drüben ist nicht mein Auto. Ah, das Auto auf dem Gehweg. Also, wir sollen Ärger machen. Das alte Spiel. Wir geben Leuten auf die Fresse. Machen Ärger. Kassieren Geld. Baumaterialien. Und freuen uns darüber, dass wir was Gutes tun. Und das Ganze mit einer Prise Rock'n'Roll. Moment, ich muss ganz schnell hier drüben hin. Einen kurzen Knack. Zack. Was? Ich hab's hinbekommen auch noch? Mann, bin ich gut. 50.000. Halt dein beschissenes Maul. Die nennen ihn nicht Onkel, weil sie mit ihm verwandt sind. Das ist ein Zeichen des Respekts, du dumme Sau. Also, du dumme Sau. Love Child. Ich brauche eine neue Kutsche. Ich nehme den hier. Legendär dreckig. Keiner beschwert sich? Normalerweise drehen doch immer alle durch, wenn ich irgendwas klaue. Ich brauche unbedingt auch mehr von diesen Elektroteilen, aber ich bin immer zu faul, sie einzusammeln. Hier, zwei liegen da rum. Nimm sie doch, Junge. Nö, ich bin zu faul. Er sieht aus wie ein Club. Sollen wir da rein? Ah, wir scheint nein. Wir kommen natürlich nicht in irgendeinen schönen, extravaganten Club. Da sind Schwarze nämlich verboten, sondern wir müssen wieder hier drüben hin. Badadam, dam, 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 da, da, da. Telefon? Was macht der da? Mich anleuchten? Oh, ein Playboy. Es gibt Playboys. Verstehe, um was es hier geht. Komm schon. Oh, was war denn das? Was war denn das für ein merkwürdiger Wurf? Oh, fuck, hinter mir auch noch. Nein, natürlich nicht. Läuft ja auch ganz gut. Oh, 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 oh. Au! What the fuck? Oh, der Typ war mies. Ich dachte, es wäre eine Sniper gewesen. War es aber gar nicht. Boobs? Bekommen wir Boobs? Oh, sieht gut aus. Er sieht gut aus. Oh, keine Boobs. Keine Boobs. That ass, aber kein Boobs. Schade. Nicht mein Tag heute, ha? Huh? Dich hier sollen wir zerstören. Oh, wow, ich hätte mich beinahe selbst umgebracht. Das war doch ganz gut, oder? Ich muss den Radiosender finden. Ich will auch ein bisschen stonen. Danke. Dam, 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 da, dam.
Wir müssen wohin? Hier drüben. Bring den Zünder an. Ist ja mal was Neues. Dachte, die Polizei schreitet endlich mal ein. Die Polizei? Klar sind die alle korrupt. Wir leben in den 60ern, Mädchen. Was denkst du denn? Stones? Obwohl, das Lied war ja schon am Ende. Damit kann ich leben. Der Zünder anbringen. Frieden, Liebe und ein Messer. Das ist mein Motto. Hat das jemand gesehen? Nur der Hausmeister. Der dreht volle Kanne durch. Aber den Besen nehme ich mit. Und was macht der hier? Pass mal auf, du. Oh, das war nicht so intelligent. Weil ich habe keine Medikits. Ah, da unten ist noch ein Wachposten. Der hat gar nichts mitbekommen. Alter, da oben war eine Explosion, Bruder. Du bist nicht der Wachposten. Der hier ist der Wachposten. Ich hab ihn entdeckt. Einen Scheiß hast du. Ich hab dich entdeckt. Oh nein, 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 ich bin tot. Oh, komm schon. Oh, ich lebe noch und stehe hier rum. Und jetzt bin ich tot. Ich liebe es. Ich liebe es einfach. Aber ich musste mich um die Sache kümmern. Ich musste. Wisst ihr wieso? Weil der Laster, der bringt einen Haufen Caches. Das musste sein. Und jetzt Regen. Die Welt trauert. Boom. Kein Date für dich. Danke für die Blumen. Jetzt sind die wieder alle da, ne? Die Jungs meinen, du solltest vielleicht abschwirren. Und hier komme ich nicht rein? Okay, die andere Seite überredet. Also, die Wachen stehen an derselben Stelle wie davor. Dann du hier. So. Dann der kleine Roy. Dann natürlich hier die Kohle mitnehmen, ist auch ein bisschen Schaden. Jetzt mal hier durchgehen. Ah, 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 ah. Geht schon los? Ah, verdammt. Jo, geht los. Shit. Ist da oben ein Telefon? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe ihn sogar weggeholt. Fuck, bin ich gut oder bin ich gut? Okay, ich habe ihn nicht weggeholt. Hey, Bruder! Ich muss hier raus. Au! Noch nein, wieder einer von denen. Das sind die Schlimmsten. Fuck, 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 fuck. Hier drüben hin, hier drüben hin, hier drüben hin. Atme, atme, atme. Oh, shit! Ah, Dreck! Und in Deckung gehen. Wir müssen hier weg, ne? Verschwinde sofort, klingt wie es explodiert gleich. Bargeld.
Nochmal ein bisschen Bargeld. Okay. Neuer Weg. Sogar mit ein bisschen Schrott. Und ein Boot. Probieren wir es. Stilvoll. Einfach nur stilvoll. Ob ich hier jemals wieder rausfinde? Ich glaube, hier drüben geht es sogar raus, oder? Problem gelöst. Na, wo ist es denn? Na? Ah, hier drüben. Gut, wie komme ich hier raus? Wahrscheinlich da, wo ich reingegangen bin. Wahrscheinlich der kürzeste Weg. Einen Versuch noch hier drüben. Aber nur, weil ich neugierig bin. Und wo sind die Alligatoren? Ich will Alligatoren in der Kanalisation. Und ich will die nächste Mission. Jemanden töten. Das ist gut. Das verstehe ich. Morden verstehe ich. Hier rauskommen verstehe ich nicht. Kein Weg. Oh, das Radio ist hier unten sogar schlechter. Das finde ich cool. Dass sie sowas hier eingebaut haben. Ne, hier ist zu. Und natürlich die Stones. Okay, hier geht's hoch. Hier geht's hoch. Vier Stück. Naja. Und sogar perfekt. Guck mal, hier muss ich sogar hin. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wo denn? Medizin. Drogen. Wo? Alter, wo bin ich hier? Polizeistation? What the fuck? What the fuck, wo bin ich hier nur gelandet? Ich bin tot. Ich bin so tot. Es gibt nur einen Weg. Selbstmord. Nein, hierhin. Und schon wieder muss ich schwimmen. Ich hätte keine Chance. Ich hätte keine Chance gegen die Bullen. Wirklich. Null. Oh, hier drüben ist ein Boot, oder? Yep. Nimm es, nimm es, nimm es, nimm es, nimm es. Das ist gut, das ist sehr gut. Und weg hier. Perfekto. Tschüss, ihr Idioten. Okay, wie komme ich hier wieder nach oben? Ich bin ewig weit weg. Versuchen wir es hier. Das sollte doch gehen, oder? Yep, das geht. Na also. Tag ist gerettet. Noch ein Auto. Bada bum. Ich brauch mal kurz dein Auto. Ma'am. Sugar. Oh,
Oh, werde ich geblendet. Ist das die Sonne? Die gerade aufgeht? Noch ein Mord. Dann sollten wir durch sein. Shut the fuck up. Okay, zerstören. Viel zum Zerstören, das ist gut. Okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Den hier. Den hier. Oh, was ist das hier für ein Arschloch wieder, hä? Huh? Ich gebe ihm noch einen mit. Das hat nichts gebracht. Asshole of the day. Heißer als die Hölle, Gottverdammt. Alle Einheiten. Verfolgung beendet. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Fuck me. Yes. Na, wo bin ich? Na, wo bin ich? Na, wo bin ich? So. Kleiner Bastard. Okay, wo noch? Oh, eine Granate. Sehr gut. Eine Granate. Endlich mal was Brauchbares. Irgendwas hier drüben? Was genau können wir hier zerstören? Die Wand. Reiß bitte die Wand ab. Okay, hier geht was. Na, das nehme ich noch mit. Wo sind die anderen Sachen, die wir hier zerlegen können? Ich will sie zerlegen. Kann man hier rein ins Gebäude? Hä? Wo sollen die sein? Oben? Du, ich habe keine Ahnung, wo die sein sollen. Aber wie es scheint, kann man hier wirklich rein. Aus dem Weg. Ah, Moment. Können Sie sich vorstellen, was wäre, wenn Sie einfach so am Straßenrand drüber stolpern würden? Yes. Wollen Sie damit etwas sagen, Sie würden es nicht zurückgeben? Nicht, wenn ich Sie endlich überreden könnte mit mir. Und noch ein bisschen Geld, aber das bringt mir gar nichts. Nimm es. Ach, wie schön. Wer hat hier randaliert? Ah, Waffe weg. Was ist das hier? Ach, warte mal, hier kann man es zerstören. Hier drüben. Typisch. Das sieht nur doof aus. Ah, das ist wieder typisch. Achtung. Bereit für einen Bomb. Oh, hier drüben, du bist noch am Leben. Ich brauch dich gar nicht, weißt du? Du bist mir shit egal. Renn, kleiner Fisch. Sommer reicht. Ziel erledigt. Gut. Mr. Davis, wir haben zu reden. Ein wenig Musik, bitte. Immer die Stones. Ich ziehe die Stones magisch an. Made it.
Wuhu! Wow! Übertreibt! Perfekt. Naomi? Alles easy? Ich hoffe nicht. Was ist denn hier los? Hey, hey, hey. Aus dem Weg. Jimmy Cavar hat angerufen. Er ist auf der Rathausbaustelle und will mich sehen. Er weiß es. Keine Ahnung wie, aber er weiß, dass ich ihnen geholfen habe. Er tötet mich. Oder ich gehe in den Knast und dann tötet er mich. Oh Gott. Gehen Sie nach Hause zu Ihrer Frau, Lenny. Packen Sie ein paar Sachen, verreisen Sie für ein paar Tage. Wenn Sie wieder zurück sind, ist alles vorbei. Reden Sie mit Jimmy? Sicher. Die Baustelle zu demolieren bringt Cavar in ernste Probleme. Reden. Oh, natürlich reden wir. Wir reden nur. Feines, sauberes Reden unter Männern. Ich brauche ein bisschen Tee. Ein bisschen Gebäck. Und dann setzen wir uns hin und reden. Ganz gemütlich. Wie Erwachsene. Boah, der Regen hört ja gar nicht mehr auf. Ja, wer hat den besten Fahrstil? Richtig! Ich! Wie hieß hier nochmal Harry Nelson, der das Lied gemacht hat? Ich glaube, ja, Harry Nelson. Wo genau soll ich denn hier schon wieder hin? Bei der Baustelle waren wir, die haben wir demoliert. Hast du den Verstand verloren, Junge? Ja, hab ich. Seid ihr bereit? Oh, die leben noch, die leben noch, die... What? Das gibt es doch nicht. Und ich häng! Ich hänge den Brettern! Oh Gott. Schwul. Verdammt schwul. Ah, er will Hilfe holen. Ist da drüben wirklich ein Telefon? Da ist ein Telefon. Oh, ich halte nichts aus. Na, Dreck! Was hast du getan? Was war das für ein Move? Ein Selbstmörder! Sie haben Selbstmörder! Verdammte Kacke, die haben Selbstmörder! Okay. Ich dachte, ich würde sie killen, wirklich. Was hatte Sid hier überhaupt zu suchen? Der Kran hat ihn förmlich zermatscht. Das Schlimmste ist, das Ganze sollte unauffällig laufen. Echt Pech. Von wegen, das war Sabotage. Warum zum Teufel denkst du, sind wir alle hier unten und reißen uns den Arsch auf? Weil ihr Vollidioten seid? Meine kleine Vermutung. Komm schon, den hättest du hier eben gerade kommen sehen können, oder? Die sterben wie die Fliegen. Ninja Boy. Und der nächste hier. Sobald die Mission hier vorbei ist, werde ich mir auf jeden Fall erstmal wieder neue dicke Waffen holen. Nur die Lebensenergie. Die ist mein tödlicher Feind.
War's das? Kompe! Gern geschehen, Kumpel. Okay, wo ist mein Freund? Hier drüben, hier lang. Verzieht ganz schön die Waffe. Ah, hier oben. Scheißt sich gerade ein, hat mega Schiss vor mir. Und da spritzt dein Gehirn raus. Ist ein gutes Zeichen. Wenn ein Mann sein Gehirn verliert, ist immer ein gutes Zeichen. What the? Hey! Ba, 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 ba! Euer Mann verblutet! Wollt's nur gesagt haben. Ah, Dreck. Und wer war das? Habe ich eben gerade wieder den Hausmeister getötet? Okay, Shotgunner. Geht da down. Na, ist doch am Leben. Weißt du was? Dich lasse ich bluten. Lass dich bluten, mein Freund. Er ist auch noch am Leben. Also heute gibt's nur Krüppel. Wachposten hier drüben. Scheiß wird hier gerufen. Scheiß wird hier gerufen. Okay, der will mich umgehen, wie es scheint. Das gibt's doch nicht. Jetzt hau ihn doch um. Und der da hinten, mein Mann. Bubble double do. Noch ein bisschen Kohle mitnehmen. Spesen. Es gibt noch eine Etage. Okay, der ist noch eins oben. Ah, wie viele! Ah, scheiße! Ich will jetzt nicht sterben, ich bin so weit. Das wäre so ärgerlich, jetzt zu krepieren. Ah, der Shotgunner muss weg. Okay, der ist down. Ab geht's. Tony D wird mich verscharren. Verstehst du? Begraben. Du sorgst dich um den falschen Mann, Jimmy. Okay. Wer bekommt das? Wer bekommt das? Okay. Eine weitere Spritze? Sprengstoff. Spritze, Sprengstoff. Sprengstoff. Schick alle verfügbaren Männer zur Innenstadt. Jetzt oder nie. Ich kenne genau die richtigen Jungs für diesen Job. Aber ich erwarte, dass du dich bei unserem nächsten Treffen daran erinnerst.
Wer Sammy Robinson für den Drahtzieher beim Mardi Gras-Überfall hält, hat keine Ahnung. Dass er dabei war, heißt noch nicht, dass es seine Idee war. Und es gibt auch nicht den kleinsten Beweis dafür. Das Geld blieb verschwunden und Sammy hat sich nicht selbst in den Kopf geschossen und dann seine Bar angezündet. Es gibt nur einen Grund, warum man ihm das angedichtet hat. Seine Hautfarbe. Wir verlieren einen ganzen verdammten Tag deswegen. Ist dir das klar, ja? Sir, das ist nicht meine Schuld. C4. C4 finde ich gut. Anstand 14 Fuß. Zoll! Diese Mauer sollte 14 Zoll weiter hinten anfangen. Okay, nur Idioten. Und jetzt übernehmen besoffene Iren den Laden. Es wird noch schlimmer. Ich glaube, es wird alles noch schlimmer. Ich habe so diese finstere Vermutung, alles wird noch schlimmer. Nun gut, wir haben wieder ein großes Stück geschafft und in der nächsten Folge krallen wir uns den nächsten, damit wir hier weiter Terror schieben können. Wie komme ich hier raus? Jedes Mal volles Labyrinth. Hier drüben, Exit. Ich vertraue mal dem Exit. Nice. Alright, also Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss.